Wir sollten uns doch mit Bonnie und Devin bei Arcade Industries gegen 9 Uhr treffen. Wann werden wir denn jetzt da sein? Wir sind 21 Minuten 56 Sekunden im Verzug. RC wird mit dem Semi schon vor uns eintreffen. Nicht solange Bonnie noch keinen Zauberspruch hat, der den Semi an zwei verschiedenen Orten auftauchen lässt, Kumpel. Schnell zurück! Ja, stutz dem Vogel die Flügel! Ja, gut so, los! RC, hey, hier ist Michael. Was ist bei dir los? Du meinst, was los war? Pass auf! Die Lakers liegen einen Punkt im Rückstand. Ein Wunder geschieht. Kareem, der große Karl, steigt hoch, trifft und die Lakers gehen in Führung. Eine Kurzmeldung von RC, dem wandernden Korrespondenten. RC, ich habe schlechte Nachrichten. Du hast die Abfahrt verpasst zu Arcade Industries vor 20 Meilen. Unmöglich, Mann. Ich habe Bonnie und Devin da rausgelassen und zwar Schlag 9. Ich bin ganz sicher, jetzt erwarten sie sehnsüchtig eure Ankunft. Mhm. Er ist schadenfroh, Michael. Meint er etwa, ich hätte über all die Autos im Stau hinwegfliegen sollen? Ich fliege nun mal nicht übermäßig gern. Lass dich von ihm nicht aus der Ruhe bringen, Kumpel. RC, wo fährst du jetzt hin? Galloway's Junction. Weißt du, da kriegst du die besten Blaubeerpfannkuchen diesseits der Michigan Avenue. Und mein riesengroßer Appetit darauf hört einfach nicht auf. Das beruhigt mich sehr, RC. Dann iss mal nicht zu viel, sonst wird dir bloß wieder unnötig schlecht. Also, fahrt los und schnappt ihn euch, wenn ihr auf das Stück Straße da vorne vor der Kurve kommt. Okay, das ist unser Baby, also los! Knight Rider.